Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play Clash of Clans. Bevor wir mit dem Video starten, werde ich euch erstmal fragen, wie ihr mein neues Intro findet. Also, wenn es euch gefällt, könnt ihr dem Video ja einen Daumen hoch geben. Wenn es euch nicht gefällt, könnt ihr es auch disliken. Und wenn es euch nicht gefällt, würde ich mich freuen, wenn ihr es begründen könntet in den Kommentaren. Ja, heute ist ja St. Martinsding und die Balgen. Also die Kinder, die klingeln schon die ganze Zeit an der Tür, ey. Natürlich machen wir auch immer auf und geben den Süßigkeiten. Das wäre ja sonst unhöflich. Man müsste mal eiskalt da mit so einer Schrotflinte rausgehen und dann so schreien: Runter von meinem Rasen! Ja, das wäre echt witzig. Ich würde den Typen feiern, der das wirklich macht. Geben wir dem ein paar Barbaren. Ja, also heute unter dem Motto Road to Bogitürme Level 10. Ich habe schon zwei Bogenschützentürme Level 10 gestartet. Der ist morgen fertig und der in 3 Tagen und 2 Stunden. Und in der nächsten Stunde habe ich wieder zwei Bauarbeiter frei, deswegen muss ich ihn beschäftigen. Aber ich bin erst in Silber Liga 3. Ja, deswegen würde ich gleich mal wieder angreifen und versuchen, mit den Pokalen hochzugehen. Oh, Leerlauf in der Kaserne, das ist nicht gut, ne? Nee, dunkle Kaserne will ich nichts machen. So. Bogenschützen. Baban. Bogenschützen. Ich finde Bartsch an der Taktik gut, weil wenn da jetzt jemand einer ist, der den ganzen Loot in den Minen und Sammlern hat, dann ist es echt nice und diese Tropen kosten auch nicht viel. Und man kann sehr oft angreifen, das ist der Vorteil an diesen Truppen. Aber der Nachteil ist, dass die nicht besonders stark sind und wenn der ganze Loot in den Lagern drin ist, dann kommt man kaum da ohne Zauber ran. Oh, danke Supercell für eine Juwelenkiste. Bevor wir jetzt mit dem Angriff starten, wollte ich euch noch was zeigen. Und zwar das hier. Ich habe ein bisschen in der Silberliga 3 gesucht und fand das. Ist das nicht geil? Loot in der Silberliga 3. Also, nicht schlecht. Nicht so schnell, das leckt schon. Oh, oh. Los. Oh, das sind so viele Truppen, das leckt, ey. Okay, ja. Gerade nicht flüssig. Okay, wir sehen es ja, wie viel ich bekomme, aber ich kann jetzt auch nach Hause gehen. Viel. Lul, Level 60. So, ich würde mal sagen, wir greifen direkt an. Ich erwarte nicht in dieser Liga Loot zu finden, nur ich suche mir immer Gegner mit 30 Pokalen. Wegen der letzten Aufnahme musste ich ja mit den Pokalen, oh, 34 Pokale, echt weit runter wegen. Ich wollte euch jetzt zeigen, was passiert, wenn man unter 200 Pokalen ist. Ja. Jetzt greifen wir einfach mal an. Jetzt ein paar Barbaren hin. Bogenschützen hinterher. Ja, das reicht ja schon. Trotzdem setzen wir mal die beiden, weil die einfach nur geil sind. Aber, ja, natürlich bewahren können ich. Scheiße, Riesenbombe, egal. Bogenschützenturm mal weg. Und schon wieder ein Overkill. War ja auch ein schwerer Gegner, nicht? Und 34 Pokale. Okay, das war heute wirklich ein richtig kurzes Video, aber das Video ist kurz geworden, weil heute noch ein Let's Play rauskommt. Nicht von Clash of Clans, sondern von, wie heißt das Spiel gleich nochmal? Es ist jetzt bitter, dass ich den Namen vergessen habe. The Binding of Isaac, ja, jetzt habe ich gefunden. Ja, das war's dann für heute.
Falls euch das Video gefallen hat, könnt ihr es liken und falls euch unser Kanal gefällt, könnt ihr uns auch abonnieren. Ciao!